Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, nächsten Video hier auf zuvielbezahlt.de. Ja, im März aktuell ist die Inflation auf 7,3% geklettert. Eine gigantische Preisexplosion, nicht zuletzt natürlich ausgelöst durch die Ukraine-Krise, durch den Ukraine-Konflikt, ja, durch Öl, Gas, dann auch Weizen. Und wir wollen uns mal anschauen, was die Weltbank dazu sagt. Ja, die Weltbank warnt vor einem gigantischen Finanzcrash. Darüber wollen wir in diesem Video reden und natürlich auch, wie du dein Geld in Sicherheit bringen kannst. Nach wie vor unser Thema hier auf meinem Kanal. Also wenn das Thema sichere und gewinnbringende Geldanlage, Erfolg und Unternehmertum dein Thema ist, dann schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Ich würde sagen, es lohnt sich. Nach dem Intro geht es wie immer los. Bis gleich, dein Marco Reus. Ja, der Wirtschaftsweise Volker Wieland geht im Jahr 2022 von 6% durchschnittlicher Teuerung aus. Es könnten aber auch zweistellige Inflationsraten eintreten, also größer 10%. Davon geht er aus. Und jetzt natürlich aufgrund der aktuell gestiegenen Inflation, die jetzt so hoch ist wie seit 40 Jahren, also in den 70er, 80er Jahren nicht mehr, ja, kommen natürlich auch die ersten Gewerkschaften an und fordern höhere Löhne. Das wollen wir uns mal angucken. Und was natürlich dann für den, Deutschen immer schwieriger wird. Das normale Leben wird also immer unerschwinglicher. Und welche Gefahren das nach sich zieht, das habe ich hier mal aufgemalt. Also man spricht ja immer von Lohnpreisspirale, die Inflation immer weiter treibt, weil natürlich die Notenbanken die aktuelle Situation einmal mehr komplett verschlafen. Also da spricht auch dann Carmen Reinhardt von der Weltbank klare Worte. Ja, aber das haben wir hier an der Stelle schon häufig erwähnt. Also es geht los, die Preise steigen. Natürlich, jetzt kommen die ersten Gewerkschaften an, die fordern, also wie die Polizeigewerkschaft, um das mal hier an der Stelle zu erwähnen, dass natürlich nicht nur die 7,3% Inflation ausgeglichen werden müssen, sondern dass eine deutliche Anpassung angemessen wäre. Also die fordern 10%, ja, mehr Löhne. Die Gastrogewerkschaft sagt auch, klar, 6-7% Lohnanpassung. Und das sind so die ersten Warnzeichen natürlich auch dafür, dass es dann zu dieser Lohnpreisspirale kommt. Für alle, die sie nicht kennen, ist, dass ganz einfach erstmal die Preise steigen, dann werden die Löhne natürlich nachgezogen, um das ein Stück weit auszugleichen. Und am Ende müssen natürlich dann auch die Unternehmen die Preise immer teurer machen, um dann letztendlich dafür zu sorgen, dass sie ihre Mitarbeiter überhaupt noch bezahlen können, die jetzt höhere Löhne kriegen. Und da spricht man dann von dieser gefährlichen Lohnpreisspirale, die dann natürlich, wenn es ganz extrem kommt, auch zu einer Hyperinflation führen kann und zu einem totalen Finanzcrash. Wie gesagt, ich komme gleich zurück auf das, was die Carmen Reinhardt von der Weltbank dazu zu sagen hat. Also die Weltbank warnt eindringlich vor dieser Lohnpreisspirale und sieht also auch die riesigen Gefahren durch die Versäumnisse der Notenbanken auf uns zukommen. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal auf die Geldgleichung verweisen, also die hier an der Stelle auf meinem Kanal schon häufig Anwendung oder gezeigt wurde auch. Also was dazu kommt natürlich ist, man braucht natürlich, um dann auch in die Hyperinflation zu gehen, eine gestiegene Umlaufgeschwindigkeit. Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes muss natürlich steigen und wenn es dann natürlich irgendwann mal so weit kommt, ja, dass das Brot mal 10 Euro kostet, dann 20 und dann wird es natürlich so sein, dass die Menschen lieber heute noch mal kaufen, weil es morgen schon wieder teurer ist und das kann sich dann über diese Lohnpreisspirale und über diese Ungleichheit, diese Formel dann natürlich zum Ausdruck kommen und dann zu massiven Verwerfungen an den Finanzmärkten führen und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie bist du mit deinem Portfolio vorbereitet? Aber da kommen wir gleich noch dazu. Also die Geldmenge mal die Umlaufgeschwindigkeit ist gleich Inflation mal Wirtschaftswachstum und der Geldmantel, also M mal U ist I. Das heißt also hier wird die Inflation gespielt. Ja, also die Geldmenge wurde ja durch die Corona
Pandemie natürlich extrem erhöht. Die Umlaufgeschwindigkeit war Lockdown 1 2020 auf ein Niveau von 1946 gefallen. Somit hatten wir eine überschaubare Inflation. So, und jetzt ist natürlich die Umlaufgeschwindigkeit auch wieder angestiegen durch die Lockerungsmaßnahmen und die Rückkehr einzelner Zweige in die Wirtschaft, kann man schon sagen. Und das haut uns jetzt natürlich durch die Knappheit und durch die Ukraine-Krise, ich hatte es erwähnt, die Inflation durch die Decke. Und was natürlich dann auch noch passieren wird, und das kann zu einer Abwärtsspirale im Gegenzug führen, dass natürlich die Wirtschaft extrem leidet durch diese Sanktionen, die dann zurückschlagen auf die westlichen Staaten. Und das kann natürlich dann zu einem Finanzcrash kommen, was natürlich auch der Weltbank nicht verborgen bleibt. Und da sagt die Vizechefin, ich hatte sie bereits angekündigt, Carmen Reinhardt, ganz klar. Also sie wirft den Zentralbanken natürlich in erster Linie mal vor, dass sie viel zu zögerlich agieren. Und dem Spiegel gegenüber sagte Reinhardt sogar, dass die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank die aktuelle Inflationsgefahr sowieso komplett unterschätzt haben. Also nicht nur seit Jahresbeginn, sondern vorher schon. Und die Zentralbanken hätten es gänzlich versäumt, rechtzeitig und angemessen auf diese Entwicklung der Inflation überhaupt mal zu reagieren. Und das sind bittere Parallelen zu den 70er Jahren, sagt sie. Denn die Notenbanken hätten einmal mehr viel zu wenig dagegen getan. Also man hätte die Zinsen schon früher anpassen müssen, um gegen die Inflation vorzugehen. Und wie 1970er Jahre kam eben das Wenige, was sie dann im Anschluss tun, viel zu spät. Und die Notenbank-Geldpolitik ist immer den Kapitalmärkten hinterhergelaufen. Das merkt man auch jetzt. Ja, also es wurde ja immer wieder interveniert, immer mehr Geld in den Markt gepumpt, ja, niedrige Zinsen, und man hat die Gefahren einfach einmal mehr übersehen. Das war damals schon so, es ist heute wieder so. Und statt letztendlich proaktiv hier als Notenbank einzuschreiten und zu sagen, okay, wir versuchen das einzudämmen, indem wir da was unternehmen, das ist gänzlich ausgeblieben. Wir hatten auch schon darüber berichtet, dass man also auch Lockdown 1, wie gesagt, Geldmenge drastisch erhöht, den Markt hätte Liquidität entziehen können, um das Problem ein Stück weit einzudämmen und natürlich dann im Umkehrschluss jetzt, also durch damals, nachdem alles wieder geöffnet wurde, wie gesagt, und einzelne Wirtschaftszweige wieder zurückgekommen sind, hätte man dann auch nicht nur dem Markt das Geld entziehen können oder müssen, sondern man hätte auch die Zinsen anpassen sollen und können und müssen, ja, um das dem entgegenzutreten. Was sie außerdem sagt, ist, dass sich die aktuelle hohe Inflation in diese Lohnpreisspirale entwickeln wird. Und da ist sie sich hundertprozentig sicher, das wird kommen. Und wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, wie die Polizeigewerkschaft hier vorgehen will und die ersten Gewerkschaften, die dann auch im öffentlichen Dienst schon angekündigt haben, da dagegen vorzugehen und eben mehr Lohn zu fordern. Also massive Lohnerhöhungen fordern. Das ist also, wie gesagt, wichtig dann, um dieses Szenario dann auch zu verstehen. Das heißt also, die Menschen haben weniger Geld im Geldbeutel, beschäftigen sich jetzt natürlich immer mehr mit dem Thema. Es kommt zu diesen Lohnforderungen, wie ich bereits angekündigt hatte. Man sieht es, ja, und das hat zur Folge, dass es dann in diese Spirale geht, und das kann dann letztendlich auch einen ganz großen Knall geben am Finanzmarkt. Ja. Also wie gesagt, verfallende Wirtschaftsleistungen, steigende Löhne, steigende Preise, das kann im Super-GAU ändern. Ja, die Weltbankchefin wirft sogar den Zentralbanken unter anderem vor, ja, dass sie nur auf dem Papier unabhängig seien, de facto es aber nicht sind, und die Verschuldung sei viel zu hoch, und die Zentralbanken, wie gesagt, handeln viel, viel zu zögerlich. Die Situation ist extrem gefährlich, und wie gesagt, es kann zum Äußersten kommen. Und außerdem sieht sie die Gefahr eines Finanzmarktcrashs, was ich angekündigt hatte. Sehen Sie sich nur die enorm hohe Verschuldung der Unternehmen an, sagt sie. Vor allem in den USA haben wir an der Stelle auch schon oft darüber berichtet. Ja, viele Unternehmen sind miserable Schuldner, die sich in den vergangenen Jahren eben mit dem über Unternehmensanleihen nochmal zusätzlich mit dem billigen Geld eingedeckt haben. Und es gibt somit viel zu viele Ramschanleihen, die natürlich dort auch den Markt extrem bedrohen. Die Banken haben bei der Kreditvergabe viel zu laxe Bedingungen geknüpft, um dann die Kredite zu vergeben. Das ist auch das Thema. Und ganz klar, eine Finanzkrise wie im Jahr 2008 kann
kann sie nicht ausschließen, nur eben, dass die Situation viel fragiler ist und auch fragiler als in den 70er Jahren, weil heute so viel auch von den Aktienmärkten abhängt, sagt sie, Frau Reinhardt Carmen von der Weltbank. Ich habe das zitiert aus einem Interview mit ihr. Mein Thema hier ist das Thema sichere und gewinnbringende Geldanlage. Diese wirtschaftlichen Verwerfungen, die sich da auftun, sind natürlich brandgefährlich für die Anleger. Ja, ganz wichtig zu dem Punkt, ich hatte unter einem meiner letzten Videos zum Thema Inflation mal einen Kommentar gelesen, dass wenn das Brot mal 10 Euro kostet, dass dann keiner mehr Geld hat zur Geldanlage. Und an der Stelle möchte ich hier nochmal einwerfen. Ja, also die Situation ist jetzt da. Wir haben diese hohe Inflation. Und die Frage, ob du jetzt schon dieser Inflation entgegentreten konntest, wäre die Folge deiner Entscheidungen in der Vergangenheit gewesen. Ja, also das heißt, wie hast du dich in den letzten Jahren mit deiner Geldanlage verhalten? Hast du dich an die Regeln der Kapitalmärkte gehalten, indem du alle drei Wirtschaftszyklen abgebildet hast? Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Hast du dieses Szenario in deiner Geldanlage abgebildet, wenn es um solche Szenarien geht, die wir gerade jetzt erleben, wenn es zur Hyperinflation kommt? Bist du aufgestellt mit deinem Geld? Und dann finde ich so einen Kommentar irgendwie schon ein bisschen schwierig. Natürlich leidet immer der kleine Mann als erstes, die Mittelschicht. Und es gibt aber ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die Ersparnisse haben. Ja? Die schmilzen weg wie die Butter in der Mittagssonne bei einer Inflationsrate von 7,3%. Und es liegt aber daran, weil in den letzten Jahren alle Warnungen rund um das Thema Finanzmärkte irgendwo doch wieder einmal wie in den vergangenen Krisen halt eben auch wie früher, als es zu Hyperinflation kam, Währungsreformen kam. Ja, das ist in der heutigen Zeit überhaupt nicht möglich, sagen viele. Und vielleicht sind wir gar nicht so weit weg davon. Ja, und die Entscheidungen der Vergangenheit, die du nicht getroffen hast, die holen dich natürlich jetzt in diesem Szenario ein. Also dein Geld wird vernichtet, egal wo es liegt, ob Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung, ob auch vielleicht Vorpolisen in Deutschland, deutsche Vorpolisen mit, nach deutschem Recht mit deutschen Versicherern gemacht, mit hohen Kosten, weil du diese Rendite nicht abholst, die Inflation schlagen kann. Ob das Tagesgeld ist, Festgeld, alles was in Geldwerte investiert ist, das schmilzt jetzt halt einfach weg und man hätte dort schon längst den Experten vielleicht mal ein bisschen Gehör schenken können und vielleicht sein Geld anders aufstellen können. Und wie gesagt, wir haben mit unseren Portfolien, die genau für diese Szenarien gebaut sind, zweistellig im ersten Quartal 2022 performt. Und es ist ganz einfach genau der Punkt, dass man solche Assets eben spielen muss. Wie gesagt, Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung, die wirtschaftlich möglichen Szenarien darin. Du musst eine gute Börsenphase erleben, die dann durch das hier vielleicht komplett abgewürgt wird, dass die Weltaktienmärkte natürlich extrem unter Druck geraten können. Dann muss man im Endeffekt auch die Rezession spielen. Ja, das haben wir 2020 im Lockdown erlebt. Man muss die Deflation spielen, wenn die Sachwerte wegbrechen, die Inflation und das seltene Phänomen der Stagflation. Ja, auch das ist ja alles möglich in der aktuellen Zeit. Und davor warnen wir seit einer Dekade fast, so lange gibt es uns hier auf YouTube, dass man eben sein Geld sicher und gewinnbringend anlegen muss, dass man da neue Wege gehen muss, weil das Geldsystem krank ist. Es zeigt sich hier jetzt mittlerweile jedem, es ist soweit. Und wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass es vielleicht die letzten Chancen jetzt sind, sein Geld in Sicherheit zu bringen und vor dieser gigantischen Inflationsspirale dann vielleicht auch zu schützen, dem ist dann am Schluss auch nicht mehr zu helfen. Ja, das ist einfach so und das muss man wissen. Und wie gesagt, es geht nicht um die Entscheidungen, die man jetzt gerade im Moment vielleicht, sondern die Folge der Entscheidungen aus der Vergangenheit, die holen einen jetzt ein. Und am Schluss wird es dann so sein, die Entscheidungen, die du heute triffst, sind deine Erfolge dann von morgen oder eben halt nicht. Und deswegen kann ich einfach nur jedem raten, sich spätestens jetzt natürlich unbedingt Gedanken um sein Geld zu machen. Wie gesagt, wenn du es alleine nicht kannst, dir so ein Portfolio bauen, dann kann ich dir nur anbieten, wie gesagt, ein 15-minütiges kostenloses Kennenlerngespräch zu buchen. Wir sprechen, ob wir da zusammenpassen, was das Thema Kapitalanlage betrifft. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich dir auf jeden Fall das
du gesund bleibst, das ist mir das Wichtigste, dass dieser Wahnsinn in der Ukraine natürlich auch ein Ende findet und ganz am Schluss nach Gesundheit, Friede wünsche ich dir natürlich auch, dass du sicher bleibst mit deinem Geld. Das soll es an der Stelle mal gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Dein Marco Reus.